So, herzlich willkommen zu diesem Video und ja, wir befinden uns jetzt gerade hier auf dem Weg nach Leipzig und vielleicht hast du es ja schon im Titel des Videos gelesen. Wir fahren jetzt hier gerade zum Porsche-Zentrum Leipzig, denn alle Jahre wieder wiederholt sich natürlich was, ja, dass man natürlich auch für die Company ein neues Firmenfahrzeug besorgt und wir haben dann geschaut, wir haben überlegt, was macht am meisten Sinn und haben uns dann jetzt für einen schönen Porsche entschieden. Welcher das genau ist, vielleicht habe ich schon einen Titel reingeschrieben, wenn nicht, dann wirst du das dann hier gleich sehen, was wir uns da rausgesucht haben und abholen. Auf jeden Fall hatten wir einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt mit dem Porsche-Zentrum Leipzig und der hat uns am Ende des Tages ja einfach überzeugt, dann zu sagen, gut, wir entscheiden uns genau dafür ein Fahrzeug und fahren deswegen jetzt auch ein paar Stunden natürlich von Regensburg nach Leipzig. Ansonsten ein wichtiges Thema vielleicht noch, weil ja auch ich hier gerade auf dem Rücksitz so gesehen sitze und jetzt gleich intensiv in die Arbeit einsteigen werde. Ich werde immer häufiger mal gefragt, ob es gerade Sinn macht, auch als Immobilienmakler, als Immobilienunternehmer denn sich zu Terminen fahren zu lassen. Weil man ist ja ganz, ganz häufig auch im Außendienst nächstes Mal unterwegs. Das bedeutet, man hat Besichtigungstermine, man hat Kundentermine, Notartermine und immer ist man ja irgendwie unterwegs. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit nur im Büro ist. Selbst wenn du irgendwann mal ein Team hast und vielleicht du die Vortermine nicht mehr selber durchführst, wird die Situation kommen, dass du zumindest zu irgendwie wichtigen Terminen dennoch mal rausfahren musst. Und auch wenn du nur regional arbeitest, ist es so, dass jede Fahrt, jede Minute Fahrt, die du so gesehen selber fährst, ja immer für dich grundsätzlich ein Zeitaufwand ist, den du nicht wirklich effektiv nutzen kannst. Das heißt, was kannst du beim Autofahren machen? Du kannst vielleicht telefonieren, wenn das Netz das hergibt. Du kannst vielleicht mal einen Podcast anhören, aber mehr ist auch wirklich nicht richtig machbar. Ne? Und deswegen empfehle ich immer und auch dir als Immobilienmakler, als Immobilienunternehmer ganz klar, wenn du wichtige Termine hast und eine gewisse Größe erreicht hast, dann macht es schon Sinn, dass du dich teilweise auch diesen Termin fahren lässt, weil du natürlich in der Zeit wunderbar arbeiten kannst. Das heißt, du kannst E-Mails erledigen, du kannst vielleicht für deine Prozesse, Strukturen ein bisschen was erledigen, du kannst ein paar Sachen bauen, du kannst vielleicht auch wichtige Telefonate durchführen, wo du sehr viel Aufmerksamkeit brauchst, was eben so alleine beim Fahren einfach nicht funktioniert. Und deswegen ist es natürlich super spannend und du musst ja wissen, eine Stunde für dich als Geschäftsführer, als Geschäftsinhaber ist mal mindestens 1.000 bis 2.000 Euro wert. So, und stell dir mal vor, diese eine Stunde kannst du jetzt nicht arbeiten, sondern bist hinterm Lenkrad gefangen, sag ich mal so. Ne? Dann ist natürlich das viel, viel effektiver, wenn du das in wichtige Arbeitszeit umwandelst und wenn du dann eben wirklich auch sehr effektiv arbeitest. Ich sage nichts dazu, dass man mal Auto fährt. Also auch ich liebe Autofahren, auch ich fahre mal gerne Auto, das ist schon ganz klar. Aber ich denke immer, am Ende des Tages muss man einfach ganz klar schauen, in welcher Situation ist man? Ist es gerade wichtig, ein Projekt zu erledigen? Oder ist es eher Freizeit, Hobby? Und gerade wenn noch Projekte anstehen, dann kann man das natürlich wunderbar hier auch auf dem Rücksitz im Auto nutzen. Da ist er nun. Wir haben erfolgreich das neue Kfz entgegengenommen und vielleicht jetzt mal kurz ein paar Sätze dazu, wie das an sich so war, warum wir uns jetzt hier für einen Porsche überhaupt entschieden haben und warum genau für einen Porsche Panamera. Das ist ja auch mal eine wichtige Sache. Erst einmal riesiges Lob an das Porsche-Zentrum in Leipzig. Also so eine gute Übergabe eines Autos hatte ich bisher so noch nie. Das heißt, sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass man auch mal wirklich mal sich viel Zeit nimmt, das Auto nochmal intensiver erklärt zum Beispiel, finde ich super wichtig. Dann, dass ja, das einfach in Ruhe passiert in der Form, ne? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und da muss ich schon sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der Verkäufer, richtig guter Typ. Also, wir haben wahrscheinlich auch Aufnahme eingeblendet. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und also, das ist wirklich eine tolle Übergabe. So. Jetzt ist es natürlich so, warum haben wir uns jetzt für Porsche entschieden und natürlich für einen Porsche Panamera. Wir sind ja, in der Firma haben wir ja verschiedene Fahrzeuge. Ich bin ja eine Zeit lang Mercedes gefahren, da gibt es ja auch ein Video auf dem Kanal zu meinem Mercedes C63 AMG. Auch sehr schönes Auto und wir haben ja als Firmenfahrzeuge Audis, das heißt voll elektrisch Audi e-tron, e-tron normal und e-tron S.
und auch super schöne Autos. Aber warum haben wir uns genau jetzt für einen Porsche entschieden? Erst einmal ist Porsche wirklich eine super, super gute Marke, also auch eine sehr wertstabile Marke, zumindest jetzt in der Sache, dass der Konzern an sich sehr profitabel ist. Also schau dir gerne mal die Zahlen zu Porsche an. Porsche ist einer der profitabelsten Autokonzerne, den es gibt. Und das ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit für so ein Fahrzeug, ganz einfach, wenn man natürlich mit so einem Fahrzeug fährt und man so eine Marke einfach nutzt. Dann ist es super wichtig, gerade für dich als Unternehmer, dass wenn du im geschäftlichen Bereich unterwegs bist, du ganz einfach auch eine gute Außenwirkung hast. Das ist ganz klar. Und man muss sich jetzt nichts vormachen, so ein Auto kauft man oder liest man sich nicht nur einfach so, sondern natürlich auch einfach, weil es Spaß macht. Also das ist ganz klar. Das ist ja nicht, dass man sagt, hier ist alles jetzt rational. Nein, das sind auch Emotionen, die da mitspielen. Und ich fahre natürlich auch nur mal sehr gern selbst Auto. Und deswegen, so ein Auto macht einfach Spaß. Und gerade so ein Fahrzeug wie jetzt der Panamera 4 E-Hybrid, kombiniert mit 476 PS, also das macht schon Spaß und das macht schon Laune und das ist natürlich auch irgendwo ein Argument, sich so ein Auto zu besorgen. Nichtsdestotrotz, und darauf möchte ich zurückkommen, ist es super wichtig, dass du als Unternehmer einfach deutsche Automarken fährst. Und das wäre es vielleicht einmal nicht gefallen, aber das ist einfach entscheidend. Also du bist deutscher Unternehmer, dann macht es einfach auch ein sehr, sehr gutes Bild, wenn du eben Audi, BMW, Mercedes oder eben auch Porsche fährst. Das ist einfach sehr, sehr stimmig und hat auch einfach eine gute Außenwirkung. Ne? Zudem muss man sagen, das Fahrzeug hier, maximale Sicherheit, liegt super stark auf der Straße. Und natürlich ist der Sicherheitsaspekt dabei, weil man natürlich auch sagen muss, gerade ich bin ziemlich viel unterwegs, geschäftlich ziemlich viel unterwegs und da muss man einfach sicher von A nach B kommen und das hat das Fahrzeug auf jeden Fall. Und natürlich auch noch der Komfort. Also jetzt hier gerade fahre ich, aber normalerweise fahre ich ja nicht. Das heißt, da sitze ich meistens auf der Rückbank und arbeite in der Zeit, wo jemand fährt. Und auch das kann das Auto wunderbar. Also das ist schon gut, dass man wirklich auch in Ruhe arbeiten kann. Und auf dem Rücksitz auch da super viel Platz. Das heißt, man kann da sehr, sehr entspannt in Ruhe arbeiten. Und das ist natürlich auch noch ein riesiges Argument. So. Hauptpunkt natürlich auch, warum denn unbedingt ein E-Hybrid? So, und natürlich ist es so, dass diese Kombination aus Verbrenner und E-Motor super spannend ist. Natürlich nicht nur für das Fahrgefühl, sondern natürlich auch ganz klar für das Thema der Versteuerung. Das ist ganz klar. Also wir haben uns auch genau dieses Fahrzeug ausgesucht, weil natürlich wir durch dieses Fahrzeug unter einer gewissen CO2-Emissionsgrenze sind und deswegen ganz einfach auch hier eine 0,5% Privatversteuerung haben. Und wenn man sich eben bei so einem Listenpreis natürlich so ein Auto hat, dass man anschaut, was man für 1% zahlt und was man eben mit 0,5% zahlt, dann ist das einfach sehr, sehr clever, sich so ein Auto zu besorgen. Und irgendwann dieses Jahr werden da auch die Regelungen nochmal angepasst und deswegen macht es natürlich auch schon Sinn, sich da zeitnah so ein Fahrzeug zu besorgen, wo eben diese Grenzen noch sehr, sehr, sehr niedrig sind. Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwie weniger Steuern zahlen oder so zu tun, sondern einfach cleveres unternehmerisches Agieren. Also das ist ganz klar. Also man muss ja nichts vormachen, niemand hat Geld zu verschenken. Und wenn man eine Chance hat, mit einer gewissen legalen Möglichkeit, was einfach steuerlich möglich ist, weniger Steuern zu zahlen, dann sollte man das als Unternehmer so oder so nutzen. Ne? Und das ist natürlich auch ein wichtiges Argument, warum ich mich hier am Ende des Tages immer einfach für dieses Fahrzeug entschieden habe. Super schönes Auto, super tolle Funktionen. Porsche an sich, der Service und was wir auch gerade gezeigt haben, ist einfach einmalig. Vielleicht dann ein kurzes Beispiel, was ich mit Service meine. Für mich ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass wenn man mal irgendwie einen Unfall hat, einen Platten hat oder sonst irgendwas hat mit dem Auto, dass das alles über die Marke, über den Leasinggeber zum Beispiel abgewickelt wird. So. Normalerweise ist es ja so, dass man da irgendwie eine ADAC-Mitgliedschaft hat und wenn du eben irgendwo auf der Autobahn stehst und du hast zum Beispiel einen Platten, dann musst du auf den ADAC warten. Porsche macht das anders. Du hast bei Porsche eine eigene Porsche Service Hotline und da kannst du anrufen, immer wenn du irgendwas hast, egal ob du in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bist, auch wenn du noch im Ausland bist, also auch wenn du in Italien bist, in Spanien, vollkommen egal, du kannst da anrufen und die kümmern sich eben mit einem internen Service darum, dass das Ganze behoben wird, dass man ein Ersatzfahrzeug bekommt. Auch das Ersatzfahrzeug ist in hoher Wahrscheinlichkeit natürlich dann ein Porsche und das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Also auch das Service-Gedanke, der einfach dahinter ist. Das heißt, wenn du die Chance hast, dir wirklich auch so ein Auto leisten zu können und ich bin extrem dankbar, dass wir das können, also extrem dankbar, dass das so ist und das zeigt natürlich auch, dass wir super gute Kunden haben, super tolle Mitarbeiter haben. Also das muss ich auch mal sagen, aber wenn du auch in der Lage bist, dir so einen Traum wie jetzt der meiner ist zu erfüllen, dann mach das einfach mal. Natürlich einmal, um das Auto zu haben, aber auch noch viel wichtiger vielleicht, um einfach mal diesen Service zu spüren. Also, wie wirst du da aufgenommen? Was bietet Porsche? Weil ganz, ganz viel, was wir da heute mitgenommen haben, werden wir eins zu eins auch in unser Geschäft duplizieren oder implementieren. Das heißt, wie geht Porsche mit Kunden um?
wie ist der Service-Gedanke? Und wir haben so einen selber bei uns in der Firma, in der Standard Marketing GmbH, einen sehr, sehr guten Service. Aber das ist so, wie es Porsche macht und das ist eine etablierte Marke, riesiger Konzern, ist noch mal ein Stück besser. Und da nehmen wir uns einfach auch mal ein paar Beispiele und werden jetzt wichtige Service-Themen, wichtige Kunden- und Customer-Themen auch da auf unser Produkt übertragen. Also auch da, wie gesagt, hier an dich nochmal der Hinweis, wenn du das, wenn du die Chance dazu hast, mach das unbedingt mal, um dir eben auch da nochmal einen Einblick zu holen. Ja, in dem Sinne, super geil. Ich denke, wir können nochmal ein paar Bilder einblenden und jetzt geht's wieder zurück nach Regensburg auf dem Heimweg. Und ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn du Immobilienmakler bist, Immobilienunternehmer bist und sagst, ja, du möchtest gerne in deinem Geschäft mehr Umsatz machen, du möchtest mehr Leads, das heißt mehr Objekte in deinem Bestand, mehr Objekte vertreiben, dann sind wir hier dein Ansprechpartner. Schau gerne mal auf standard-marketing.com, da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern und dann können wir uns hier einen individuellen Schlachtplan anschauen. Übrigens nicht wundern, ist natürlich alles hier sicher, also ich fahre extra ein bisschen langsamer, wenn nur diese eine Hand am Lenkrad ist, aber das geht nun mal nicht anders, wenn man hier auch noch nebenbei ein kleines Video aufnehmen möchte. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.